Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, dem großen Mecker-Spezial. Dem ersten Mecker-Spezial? Genau. Denn folgen bestimmt noch ein paar. denn heute sitzt außer mir Sebastian Schack, ist heute noch mit am Tisch. Sven Möller. Und wir beide regen uns regelmäßig über iTunes auf und behaupten eigentlich schon seit einem Jahr, dass man das mal aufnehmen müsste. Und andere Menschen sagen das auch und das machen wir das einfach mal. Genau. Fangen wir einfach mal an. Warum ist iTunes so scheiße, Sven? iTunes ist über Jahre gewachsen und da ist nur Mist drin. Ja, vor allem ist alles da drin, ne? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, und es zersplittert alles und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir mal bei Playlists an. Man nutzt iTunes ja auf mehreren Geräten natürlich, auf dem Mac und auf dem iPhone. Und das ist alles inkonsistent. Auf dem Mac habe ich die Sortierung nach Apple Music Playlist und nach meiner eigenen Playlist. Kann sie aber nicht mischen, was auf dem iPhone geht. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde das mit den Inkonsistenzen ganz schön los, dass ich überhaupt auf dem Mac iTunes nutze und auf dem iPhone, iPad die Music App. Stimmt, das Problem fängt noch viel weiter vorne an. Also es heißt ja nicht mal mehr gleich und es beinhaltet auch nicht mehr das Gleiche. Nee, genau. Und wofür braucht man iTunes überhaupt noch? Das ist, glaube ich, die Frage, die über allem steht. Ob das nicht an der Zeit ist, iTunes wegzuschmeißen und das wie auf dem iPhone durch drei Apps? Naja, Musik-App, klar. Dann hast du da Videos drin, also Filme. Eigentlich wie auf dem iPhone, oder? Oder auf dem iPhone und iPad. Genau. Und halt, naja, genau. Vier Apps. Das sind dann Musik-App, eine für Filme und Serien, eine für Podcasts und eine für Bücher/Hörbücher. Wobei das ja auch schon inkonsistent ist, weil wir haben ja auch durchaus einige Hörbücher in Apple Music mit drin, wenn man Abonnent ist. Ja, die sind aber ja keine Hörbücher. Die sind ja einfach nur Kapitel. Die gelten ja als normale Musik. Wie alles. In iTunes ist immer alles Musik. Aber tatsächlich, ja, die haben ja keine Kapitelnamen, sondern heißen Kapitel 1 bis 134. Ja, und merken sich auch nicht, wo sie waren. Und das ist ja das Tolle an Hörbüchern eigentlich. Dass man jetzt mittendrin aufhören kann bei so einem 20-Stunden-Hörbuch und auch da wieder anfangen kann. Das kannst du in iTunes auf dem Mac nicht. Noch toller finde ich es ja bei Hörbüchern. Mein persönlicher Wahnsinn ist ja, dass ich die Hörbücher in der Apple Bücher-App auf dem iPhone und iPad kaufen kann. Mhm. Die erscheinen dann aber nicht in der Apple Bücher-App auf dem Mac, sondern da erscheinen sie mir in iTunes unter Hörbücher. Mhm. Und ich kann auch, das ist auch vollkommen in Ordnung, ich kann dieselben Hörbücher, die ich in Apple Music im Abo drin habe, kann ich auch kaufen. Wie cool wäre es aber, wenn Apple mich darauf hinweisen würde, wenn ich versuche, ein Hörbuch zu kaufen, dass es auch in Apple Music gibt, dass Apple sagt, ja, das kannst du jetzt verkaufen, aber kannst du auf umsonst hören. Naja, das ist ja das, was sie, die wollen ja Shit verkaufen. Weiß ich nicht, auf Apple TV machen sie es ja auch. Wenn ich auf Apple TV nach einem Film oder nach einer Serie suche, dann zeigt es mir auch die Kostenoption zuerst. Also wenn es in aktuell geht das ja nur mit Amazon Prime Instant Video Love Film halt. Das war eine geile Aktion. Wird das zuerst gezeigt. Und dann erst die iTunes Kaufoption. Ja, das ist verrückt. Ich habe keine Apple TV, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ja, das wäre natürlich total klug. Aber trotzdem will ich Hörbücher nicht in Apple Music hören. Das ist richtig scheiße. Es sind keine Hörbücher, es ist irgendwie Musikgedöns. Und das verhält sich auch anders, weil während ich, wenn wir beide jetzt hier so eine Schallplatte einsingen, dann kann ich die in iTunes werfen und dann synkt die über Apple Music über all meine Geräte. Das kann ich mit Hörbüchern aber nicht machen, wenn ich ein Hörbuch bekomme, digital bekomme. Kann ich das auch in iTunes werfen, aber wenn ich es als Hörbuch einlese, also in die Mediathek einlese, dann synkt es nicht. Nee, genau. Aber wenn ich sage, das ist Musik, dann synkt es wieder, verhält sich aber auch wie Musik. Ja, genau. Obwohl es dieselben Dateien sind. Das ist alles kacke. Es ist wirklich alles ganz, ganz schäbig, was da so passiert. Und das ist nur der Hörbuchteil. Ja, das ist natürlich auch der mich momentan am meisten nervt, weil ich in den letzten Monaten viel im Auto unterwegs war und viel unterwegs gehört habe und halt nicht nur Podcasts, sondern auch dann, also gerade bei längeren Touren, da lohnt sich auch Hörbücher dann ja mal. Mm, da schafft man nochmal was, ne? Eben. Und es ist alles eine bittere Katastrophe. Ich habe jetzt gerade von Cheechin Liu wahrscheinlich,
die drei Sonnen mhm. Gehört. Das hat ja auch irgendwie nur 800 Seiten, das Buch, wenn man es... 15 Stunden sehe ich. 15 ja. Stunden, genau. Ich weiß nicht mehr, wo ich da bin, weil ich habe es im Auto gehört, auf der Fahrt nach Berlin, zu einem Termin. Und zwischendurch hat dieses ganze CarPlay-Geraffel einmal neu gestartet. Mhm. Und seitdem ist es völlig unklar. Also du hast es in Apple Music gehört? Ich habe es in Apple Music gehört, genau. Ja, gut. Das ist... Und das sind irgendwie, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 134 Dateien oder sowas, 160 Dateien. Also Kapitel, das ist aber auch nicht gleichbedeutend mit den Kapiteln im Buch, das ist nämlich deutlich weniger. Ich war irgendwas bei, ich glaube, es ist Kapitel, also Apple Music Hörbuch Kapitel 50 rum, was aber zu Kapitel, ich glaube, es ist 13 im Buch passt. Aber ich habe dann tatsächlich in mühsamster Kleinstarbeit, also ich lese das Buch und höre das Hörbuch parallel, was ich gerade mache. Wenn ich unterwegs bin, höre ich halt weiter, wenn ich zu Hause bin, lese ich weiter. Ja, wäre ja so eine Amazon-Geschichte, perfekt für dich, ne? Die haben das ja, die können das abgleichen, glaube ich. Wenn du auf dem Kindle liest, dann kannst du gleichzeitig dann auf die gleichen sich irgendwie dann mit Audible ab oder so. Das aber ganz anderes System, das wir wollen uns ja jetzt über iTunes aufregen. Ja, also jedenfalls das nochmal zu deinem Punkt, dass sich das auch nicht merkt, wo ich war. Also das passiert sowieso schon nicht. Und man kann aber auch das einstellen. Also man kann, wenn man Dateien, ein Hörbuch in den 48.000 Kapiteln in iTunes reinwirft und die Metadaten editiert, kann man irgendwie sagen, dass sich das merken soll, mhm. wo es aufgehört zu spielen. Mhm. Das gilt dann aber, habe ich rausgefunden. Für die Datei. Für die Datei. Ja, klar. Das heißt, ich muss dann, wenn ich zwischen was anderes gehört habe, irgendwelche Musik, muss ich erstmal wieder das richtige Kapitel in Anführungszeichen wiederfinden. Und da kann ich noch weiterhören, wo ich aufgehört habe, aber nicht, dass mir. Naja, wie lange sind die Kapitel? Die dauern 5 Minuten oder so. Ja. Das ist doch. Also, das ist jetzt kein super Benefit. Nein, im Gegenteil. Also das macht ja nochmal den Wahnsinn nochmal deutlicher, dass ich mir das dann nicht für das ganze. Das ist dann ein Album. Ja, wahrscheinlich ist es dann ein Album, merken kann, wo ich war. Das wäre ja das, was ich haben wollen würde. Unbedingt. Aber gibt es auch nach wie vor keine bessere Lösung, ne? Die einzige Lösung, die man hat, ist dann mit diesem Audiobook-Maker-Tool, was es irgendwie gibt. Na, Audiobook-Bilder. Genau. Audiobücher. Aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht gesynkt wird und du es nicht auf deinem iPhone hast. Nee, dann bist du irgendwie in Dropbox schmeißen, so wahrscheinlich. Nee, du kannst, Hörbücher kannst du dann, wenn du dein iPhone an ganz oldschool an deinen Mac anschließt, dann kriegst du die ja auch darauf. Aber das ist ja auch nicht das, was man will. Nee, genau. Und dann, ja, aber dann habe ich auch selbst dann ja keine Sync-Funktion. Nö. Also du musst das dann an deinen Mac anschließen und dann kannst du es da raufladen, so wie früher. Ich habe nicht mal ein Kabel, womit das geht, ehrlich gesagt. Also ich habe ja hier so ein Ach, stimmt. 2017er ja. MacBook Pro für mir stehen. Ja, ohne Adapter wirst du dann nichts. Ich habe keinen USB-C auf Lightning-Kabel. Warum geht das nicht geht das nicht auch über dieses WLAN? Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt, irgendwas mit meinem Mac zu synken. Das wird mir alles in iCloud. Das ist eine gute Frage, aber weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Aber ist auch so oder so keine Lösung, tatsächlich. Nee. Mann. was ich dann immer noch schwierig finde, ist, sind die Musikempfehlungen. Die das Ganze rauswirft. Ich meine, da verwenden wir vielleicht so ein bisschen Apple Music und iTunes, aber du bist jetzt vor Apple Music, oder? Aber es ist ja auch alles eins auf dem Mac nach wie vor. Also das hängt für mich schon zusammen. Genug Leute, die iTunes einfach nur so nutzen, ne? Also, oder nutzen müssen? Oder genutzt haben? Ja, aber. Also ohne Apple Music Kunde zu sein, gibt es ja bestimmt auch. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, aber dann. Ja, aber auch da ist ja eigentlich ja genug im Argen. Also alleine, dass dann immer noch ich das Problem habe, dass das Musik und Filme vermischt werden. In einer App. Ja. Was ich auch nicht verstehe. Was sind das ist nur auf dem Mac so. Auf keinem anderen Gerät ist das so. Und gleichzeitig habe ich dann auch auf dem iPhone und iPad dann wieder diese iTunes Store App, wo aber trotzdem auch alles wieder zusammen ist. Bestimmt, iTunes Store ist quasi. Da kann ich dann wieder alles kaufen. Kaufen, genau. Außer Podcasts. Die kauft man ja auch nicht. Die kriegt nur Podcast-App. Oh Mann, ja, die müssen iTunes eigentlich, müssen sie das auskoppeln. iTunes quasi wie auf dem iOS-Gerät als Store, da kannst du Dinge kaufen, wenn du Bock hast. Und wir brauchen eine Musik-App, die spielt Musik ab. Ja. Wir brauchen eine, keine Ahnung, braucht man überhaupt eine Film-App? Guckst du Filme auf dem...
Ich persönlich nicht, aber ich bin fest überzeugt, dass es Menschen gibt, die auf Reisen oder so auf dem Mac Filme gucken. Habe ich letztens auch ein lustiges Video gesehen von einem, der hat sich auch ein bisschen aufgeregt über iTunes. Mit gekauften Filmen, die konnte er nicht abspielen auf seinem alten, wie hießen diese Apple Displays? Diese Cinema Display? Nee, noch älter, diese grauen. War das vielleicht auch vor Mac oder so? Keine Ahnung. Das kann auch sein, ja. War ein altes Display, aber es war ihm groß genug, 21 Zoll, konnte er nicht gucken. Weil der Kopierschutz das nicht zugelassen hat. Oh ja, ach, das habe ich auch schon gehört. Das ist auch ganz viele Beamer betrifft das irgendwie, dass das nicht mit funktioniert. Und gut, wir brauchen dann noch eine Film-App. Wir brauchen die heißt dann Filme einfach, ne? Naja, also aktuell heißt die ja auf dem iPad und auf iOS allgemein TV. Ach, die. Die vergesse ich immer. Was ich aber auch hinreichend verwirrend finde, weil so, das ist dann TV und das ist Apple TV und Apple TV ist für mich eigentlich das Gerät. Mhm. Plus, auch wenn ich die Dinger dann, wenn ich die kaufe in diesem Store, heißt es ja auch nicht TV, sondern da heißt es dann ja auch Filme und das heißt da Serien. Also warum heißt die App nicht dann Filme und Serien oder Video? Die hieß ja auch schon mal Video. Stimmt, die gibt's gar nicht mehr, ne? Nee, die haben sie ganz klar gekickt, da gibt es diese TV-App für, wo dann irgendwie vieles drin ist. Da hängt dann aber auch, wenn ich dann in dieser TV-App in dem Store unterwegs bin, kann ich dann aber auch auf einzelne Serien draufklicken, die es bei anderen Anbietern gibt. Also ich werde dann rausgeworfen und komme in die Amazon Prime Video-App rein zum Beispiel, weil ich in der TV-App Ich bin, wie gesagt, kein Apple TV-Nutzer, deswegen kenne ich diese TV-Geschichte nicht so. Aber du kannst in der TV-App auch noch Sachen kaufen? Ja. Also die TV-App auf dem Apple TV und auch auf dem iPhone und iPad ist ja dafür da, dass man nicht nur die iTunes-Inhalte sehen kann, sondern auch die aus anderen teilnehmenden Apps. Das ist zum Beispiel nicht Netflix, aber es ist Amazon Prime und es ist, ich glaube, Sky Ticket ist damit drin und TV Now Plus oder so. Was, glaube ich, zu RTL gehört. Bin mir gar nicht ganz sicher. Dünnes Eis. Und die können sich dann einklicken. Und dann kann ich dann in eine App gucken, was ich eigentlich zuletzt gesehen habe und kann an verschiedenen Stellen weiter gucken. Der Tab heißt dann jetzt ansehen. Da sehe ich dann eine Mischung aus, was ich zuletzt auf Amazon Prime gesehen habe und was ich im iTunes zuletzt gekauft habe und so. Das finde ich eigentlich irgendwie ganz smart. Auf dem Mac gibt es aber auch nicht, weil auf dem Mac sind die ganzen Filme in iTunes und da passieren die ganzen Amazon Prime-Dinger nicht. Ich sehe auch gerade, da gibt es ja auch hier ZDF-Mediathek und so. Das genau, die hängen auch mit drin. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich auch. Aber es ist da halt auch schon wieder. Da kann dann irritierenderweise quasi die iOS und Apple TV, also TVOS-App, mehr als iTunes kann. Mhm. Aber da ist es clever, weil ich habe alles, was irgendwie was mit ich gucke mir das an zu tun hat, ist da drin. Das halte ich für sinnvoll. Und dass dann da auch der Store mit drin ist, wo ich tatsächlich auch dann nochmal iTunes-Filme kaufen und leihen kann, das finde ich auch okay. Klar. Das ist so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also ich brauche auch keine Store-App, wo alles drin ist. Ich finde das schon okay, wenn das in den jeweiligen Abspiel-Apps mit drin wäre. Das ist ja auch das. Da machst du jetzt Fass auf, hey. Hast du auch neue Dinge gelernt? Ja, zu Hause nutze ich einfach Amazon. Ich habe so einen alten Fernseher, der kann gar nichts. Der ist dumm wie Brot. Und da hängt ein Fire TV-Stick dran. Damit kann ich auch mal Netflix gucken und ein bisschen Amazon und so. Aber kein iTunes. Nein, kein iTunes und auch kein YouTube mehr. Kein YouTube mehr. Okay. Anderes Thema. Definitiv ein anderes Thema. Ja, ach. Kommen wir zurück zu iTunes. Also, iTunes war ja mal Musik. Und ich höre auch immer noch viel Musik mit iTunes. Oder dann mit der Musik-App. Nur hat man da ja auch Playlist. Das ist ja auch ganz toll. Aber Apple ist wohl nicht der Meinung, dass eine Playlist mehr als 10 Titel beinhalten sollte, weil wenn man da mal ein paar mehr drin hat, wird es echt unübersichtlich. Ich habe hier eine Playlist, da packe ich mal alles rein, was ich gerade so geil finde. Da sind ein paar tausend, 2000 Tracks drin. Auf Mac kann ich sie mir wunderschön anzeigen lassen, auch als Albumansicht. Auf dem iPhone nicht. Da muss ich durch 2000 Titel scrollen, wenn ich was Bestimmtes haben will.
Was soll das denn? Wieso kann ich das denn nicht einfach auch als Album angucken? Weil das zu einfach wäre. Ach so. Dann wäre das ja auf beiden Geräten gleich. Ja. Und das gilt es zwingend zu vermeiden. Sonst könnte man sich ja daran gewöhnen, wie das aussieht oder so. Und ja. Ach, alles, was mit Playlisten zusammenhängt, finde ich auch wirklich schwierig. Allein, es gibt gefühlte 4 verschiedene Methoden, um Songs zu einer Playlist hinzuzufügen. Zähl mal auf. Na, ich kann die über diesen Bearbeiten-Button und dann Plus und dann kann ich Songs suchen. Ich kann aber auch Songs, die ich in meiner Mediathek habe, über dieses Kontextmenü hinzufügen. Mhm. Das sind nur 2 Möglichkeiten. Aber die machen auch verschiedene Dinge, finde ich. Also es verhält sich nicht gleich. Mhm. Weil ich habe dann diese Suchfunktion und irgendwann bin ich aus Suchfunktionen auch wieder raus und weiß nicht genau wieso. Kommt auch nicht zurück zur Playlist. Also die muss ich dann wieder manuell mir raussuchen. Ich bin da wirklich an allen Ecken und Kanten fühle ich mich da nicht verstanden von dieser Software. Mhm. Und das war mal anders. Also klar, die war auch mal simpler und ist dann historisch verwachsen. Aber also was für ein Segen war das 2001, als die iTunes rausgebracht haben? So mal eine App, wo man Musik drin verwalten konnte. Und ich weiß nicht, ich glaube auch irgendwie ein schlimmer Designfehler ist es, dass sie diese Seitenleiste per Default deaktivieren in iTunes. Mhm. Weil die macht ja alles noch ein bisschen übersichtlich. Klar. Ja, die braucht man, das stimmt schon. Ja, also gerade wenn man das halt intensiver eben nutzt. Und ich weiß nicht, wie viele Playlists, ich habe bestimmt 30 Playlists, 40 Playlists. Also selbst angelegt und dann habe ich noch ein paar smarte Playlists, die mir alle Songs raussuchen, die ich gut bewertet habe oder die ich lange nicht mehr, über die ich gut finde und lange nicht mehr gehört habe und naja, sowas halt alles. Mhm. Und klar, wenn man diese Seitenleiste ausblendet, dann ist man vom Interface näher an dem, was auf dem iPad sich tut. Aber es wird dann nicht übersichtlicher dadurch. Ich habe es gerade aus Spaß mal gemacht, ja, das ist ja echt, also wenn du viele Playlists hast, macht das keinen Spaß. Nee, genau, das ist es ja halt irgendwie auch, genau das ist es ja auch auf dem iPad dann. Oder auf dem iPhone dann noch mehr, weil der Screen noch kleiner ist, aber auf dem iPad habe ich dann auch wenigstens eine Liste, so mit Album-Cover-Art von meinen Playlists. Ja, genau. Kann ich schon mal Playlists wenigstens besser finden, als ich es auf dem iPhone tun kann. Aber wenn ich dann hier mal in eine Playlist reingehe, die so ein bisschen länger ist, dann bin ich wieder bei dem Problem, was du von hattest. Ich habe eine lange Liste von Texteinträgen. Wunderbar klein daneben irgendwelche Coverart und ich kann es nicht umstellen. Weil vielleicht liegt es auch an mir, aber ich bin da bin ich eher so ein visueller Typ. Ja klar, also ich bin immer noch Verfechter, dass Album, dass Musik immer auch irgendwie ein Album ist. Ja. Da gehört auch immer eine visuelle Geschichte dazu. Das Cover spielt eine große Rolle und das will ich auch sehen. Und selbst wenn es nur ein Track ist, weiß ich jetzt persönlich eher, wie das Album aussieht, als wie das Album heißt. Oh, ich habe gerade noch was Tolles gefunden. Und zwar, das war mir gar nicht bewusst, wenn ich auf dem iPad, das ist oben links das Dropdown-Menü. Mhm. Und wenn ich da kann ich nicht nur nach Playlist, Künstler, Alben, Titel suchen, sondern auch nach TV und Filme. Und komme auf einen großen weißen Bildschirm. Da steht, suchst du deine TV-Sendung, die du zu deiner Mediathek hinzufügst oder im iTunes Store kaufst, werden hier angezeigt. Fernseher aber nicht. Also, da ist einfach eine große, ansonsten leere Seite. Und ich weiß, allein mir fallen 3 Serien ein, die ich komplett da gekauft habe. Es gibt auch einen Reiter Filme, wo mir genau ein Film angezeigt wird, der aber gar kein Film ist, sondern der kommt aus Apple Music. Und zwar aus diesem Apple Up Next Programm, wo wir junge Künstler vorgestellt werden, da gibt es irgendwie so eine 9-minütige Dokumentation über Lotte. Aber die ganzen, tatsächlich Musikvideos, die ich auch in meiner Mediathek habe, tauchen da auch irgendwie nicht auf. Vielleicht sind die ja auch in dieser TV-App mit drin. Nein, das sind nicht. Aber dass die Musikvideos auch einfach so mit auftauchen oder mitgeführt werden, finde ich auch ganz gruselig. Das hatte ich auch schon irgendwie, denn hörst du Musik, hörst du ein Album und plötzlich geht da ein Video auf. Ja. Denkst du, was ist denn jetzt los? Ich wollte Musik hören. Ja, das ist auch, ja, die Trennung ist da nicht deutlich irgendwie. Wobei, also die Funktion finde ich ja ganz cool, noch, dass man, also dass Apple jetzt da unfassbar viele Musikvideos in iTunes oder in Apple Music vielmehr ja mit drin hat und ich kann mir jetzt eine
Musikvideo-Playlist bauen, die man dann im Hintergrund bei Feiern oder so laufen lassen kann, was ich noch ein bisschen cooler finde als nur Musik tatsächlich. Mhm. Aber ja, das ist alles nicht erkennbar und wenn man danach sucht, die 8D-Suchergebnisse sind auch nach wie vor aus der Hölle. Ja. Ja, Apple Music. Also, es ist ja schön, dass man Musik streamen kann. Ich höre sehr gerne sehr viel Musik. Ich finde das gut. Leider muss man sagen, dass Konkurrent Spotify hat das mit den Playlists besser verstanden. Auch wenn ich, keine Ahnung, ich finde dieses ganze Kuratierte bei Apple. Mit den für dich zusammengestellten Playlists. Ja, zum Beispiel, oder allgemein Playlists in Apple Music. Die sind mir viel zu kurz und irgendwie auch nicht geil genug. Da gibt es bei Spotify gibt es so schöne Playlists. Zum Glück gibt es die App, iOS-App Songshift. Große Empfehlung. Für ein paar Euro, aber die kann dann aus Spotify-Playlisten Apple Music-Playlisten machen, weil man will ja nicht unbedingt beide Dienste gleichzeitig abonniert haben. Das ist ja Quatsch. Aber ja, weiß ich nicht. Ich finde die Playlist alle doof. Ja. Ja. Also viele zumindest. Die geben sich auch bei einigen geben sich auch wirklich Mühe. Also alle diese Apple Music Essential Dinger finde ich wirklich gut. Ja gut, da kannst du ja auch ein Best-of-Album von dem Künstler anhören. Ja, wobei also schon diese Essential Dinger sind schon nochmal was anderes. Aber ja, gerade diese nach Stimmung sortierten und häufig auch tatsächlich einfach zu kurz. Das stimmt. Also ich bin jetzt auch nicht der allersportliche Typ, aber wenn selbst ich beim Sport so eine Sport-Playlist höre und irgendein Song doppelt höre, läuft was falsch. Alles klar, dann ist die Playlist nicht länger als 20 Minuten. Ja, also gefühlt irgendwie, ja. Und dann aber auch, ich höre gar nicht so wild durcheinander Musik, ehrlich gesagt. So, ich habe so, ich würde sagen, so eine gute 3 Hände voll Künstler, die ich irgendwie ständig höre. Und alles, was ich darüber hinaus höre, sortiert sich auch schon irgendwie so in diesen Musikgeschmack mit ein. Trotzdem ist diese Entdecken-Funktion, die macht komische Dinge. Also ich habe jetzt da, Stand heute, ist so der Top-Vorschlag für mich, ist das neue Album Mythos von Bushido. Ja, bei mir auch. Aber das ist ja Entdecken, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht für dich. Für dich ist ja nochmal was anderes. Ja, aber auch da, warum orientiert sich das Entdecken nicht an meinem Geschmack? Also mein, ja, klar, es gibt nochmal für dich und dann gibt es auch nochmal Empfehlungen. Ja. Die aber auch, weiß ich nicht, es empfiehlt mir dann halt Dinge, die ich auch schon hab. Also Neuheiten sind dann ganz unten. Also man scrollt dann erstmal durch Mixe, meinen Favoritenmix, und dann sage ich, okay, das sind die Songs, die ich denn nicht höre. Okay. Dann gibt es diese Spalte mit oder diese Zeile mit Freunde hören gerade. Die habe ich ja jetzt kürzlich angeschaltet. Da stellt sich raus, Freunde hören erstmal gar nicht Apple Music, Freunde haben Spotify in der Regel. aber das hat hingestellt, dann werden mir Freunde empfohlen, die meisten davon, mir völlig unklar, wo das herkommt. Ich glaube, du bist nicht mein Freund. Naja, also weiß ich nicht, ein paar kenne ich, ein paar aber auch nicht. Völlig unklar. Dann gibt es dieses kürzlich gespielt, was aber auch mir unklar ist, was dann eigentlich kürzlich heißt, weil dann auch Sachen drin sind, die ich, also kürzlich. Bist du jetzt bei Entdecken oder bei Für dich? Ich bin immer bei Für dich. Achso. Ich bin irgendwann mal bei Entdecken, Entschuldigung. Sehr kürzlich gespielt, das ist mir auch völlig unklar, wie das eigentlich kürzlich definiert ist. Ja, so gestern. Das wäre es für mich auch, so 2-3 Tage vielleicht. Hier sind aber auch dann Dinge drin, die habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gehört. Das sind dann vor allem Apple Music eigene Playlisten, die da wieder reingeschwemmt werden, die ich lange nicht mehr gehört habe. Dann habe ich diese Playlist für den Dienstag. Was die mit Dienstag zu tun haben, sei dahingestellt, aber geschenkt. Finde ich voll gut hier. Mir wird gerade Musik zum Einschlafen vorgeschlagen. Das hat irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, ich muss ins Bett. Dann habe ich noch, es geht noch weiter. Ich bin immer versucht nach neuer Musik, die zu mir passt. Ne? Habe ich bisher nicht gefunden. Bisher sind das alles Sachen, die ich schon mal gehört habe. Da kommt häufig gespielt, als das gab es doch gerade schon mal, oder? Nein, kürzlich gespielt. Und häufig gespielt kommt danach. Dann kommen Alben für den Dienstag. Auch da völlig unklar, warum das für den Dienstag unbedingt sein muss. Aber okay, immerhin ist das so. Dann kommen Künstler-Playlists.
Das sind, glaube ich, Künstler, die ich schon mal gehört habe, dachte ich zumindest. Nee, kann nicht sein. Bei mir fängt das an mit Michael Jackson, mit Olafur Arnalds. Mhm. Und Django Reinhardt. Und dann kommt Okin Elzi. Nie gehört. Und dann kommt an den Reglern The Dust Brothers. Nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Und dann. Ich hab mir Soundtrack für einen Fight Club gemacht. Egal. Okay. Okay, trotzdem völlig unbekannt. Wäre cool, wenn er irgendwie dabei stünde, warum sie das für mich empfehlen. Dann ganz unten, die allerletzte Zeile, da kommen Neuheiten, die irgendwie für mich drin sind. Ja, die aber auch nicht neu sind. Es sind nicht zwingend neue Alben. Und es ist auch häufig einfach definitiv nicht für mich gemacht. Also ich habe da jetzt Simeon Mobile Disco, dann Chair und dann Cypress Hill. Ah, die Cypress Hill ist wirklich neu, ja. Ja, aber nicht für mich. Also, habe ich noch nie gehört. Die wäre auch für mich neu, aber das ist ja, das habe ich mich auch schon lange gefragt. Also die tracken doch, die fragen mich ab, was ich mag. Die wissen doch, was ich höre. Also so richtig kompliziert ist das nicht, denn Sachen vorzuschlagen, die ich vielleicht wirklich gut finde. Vor allem die Daten haben sie ja. Ich habe ja damals, als es mit der DSGVO losging, habe ich mir die ganzen Daten einfach mal rausgelassen. Mhm. Und das Einzige, was wirklich in großen Mengen vorhanden ist, sind Informationen über mein Musiknutzungsverhalten. Also, was ich wie oft spiele, was ich wann wie abbreche und das gibt's da alles und trotzdem passiert nichts. Aber wo wir beim Thema Neuheiten sind, das ist ja auch unter dann Entdecken. Da gibt's ja den Bereich Neuheiten, wo man jetzt ja meinen sollte, dass man da neue Musik findet. Da findet man auch neue Musik. Mhm. Aber halt auch Musik, die irgendwann mal neu war. Mhm. Und zwar relativ zügig geht es da irgendwie mal so 3-4 Zeilen, finde ich immer, mit wirklich Songs, die jetzt gerade am vergangenen Freitag erschienen sind, Alben. Da ist noch immer ein guter Trick, wenn du einfach über die Genres gehst. Also wenn du weißt, ich höre gerne Rock, dass du über den Genre-Button gehst und dann Rock wählst und dann neue Musik klickst. Über Entdecken und dann Genre. Genau. Entdecken, Genre und dann? Dann gibt es auch nochmal neue Musik. Also dann suchst du dein Genre aus, was du gerade haben möchtest. Ich suche mein Genre aus, was ich haben möchte. Ich nehme jetzt mal. Ich nehme Alternative. Und dann gibt es nochmal Neuheiten. Dann gibt es auch Neuheiten und die sind meistens noch neuer. Also die sind aktueller. Verrückt. Weil da nicht so viel Quatsch mit drin ist, so wie die Lochis und so. Die wer? Mhm. Google das. Habe ich ein bisschen Angst vor. Dafür wird mir jetzt hier so eine Bande von Koreanern vorgeschlagen. NCT 127 up next. Ja, einfach mal reinhören, ne? Also nicht jetzt, aber nachher. Ja. Aber ich weiß, ich bin tatsächlich, ich mag grundsätzlich Apple Music auf dem iPhone tatsächlich sehr, von der Benutzung her, finde ich es auch geiler als Spotify. Aber ja, das ganze Vorschlagssystem ist. Und dann gibt es noch Radios. Stimmt, es gibt noch Radios. Ist auch eine Sache, die ich nie begriffen habe. Nee, dann machen die irgendwie Werbung mit großen Namen. Und dann spielen die live aus London. Aber das macht das Radio an sich ja nicht besser, auch wenn die jetzt aus London spielen. Ich bin jetzt bei Beats. Beats One Radio, ja. Ja, aber die ganzen anderen Sachen, die es da gibt, also die anderen, ach, das sind nochmal andere Sender, ne? Man kann ja Beats One wählen und dann nochmal andere Sender, mhm. Die aber eigentlich auch nur Playlists sind, richtig? Das ist ja ohne Moderation und so, das kommt einfach nur dann ja. Lange Listen. Dauert ein bisschen länger, genau. Was ich allerdings ab und zu mal nutze, ist die Senderfunktion, wenn ich jetzt ein Album oder ein Lied besonders gut finde. Das kann ganz gut funktionieren, wenn ich gerade keine Lust habe, mir rauszusuchen, was ich höre, weiß aber, dieses Album finde ich total geil. Kann man ja auch sagen, macht daraus mal einen Sender. Dann spielt er ja Songs, die so ähnlich sind. Das klappt manchmal ganz gut. Gibt auch ein paar Überraschungen dabei, aber. Hast du mal rausgefunden, wie sich ähnlich begründet darauf? Nee, rausfinden konnte ich das nicht. Aber ich habe, das ist wiederum auch eine schöne Sache bei Apple Music. Oder allgemein, ich muss diese Seitenleiste wieder anmachen. Wenn ich jetzt ein Album mir angucke,
Mir fällt jetzt nichts ein. Ich gebe mal Henrik Freischlader ein. Ja. Er lädt. Theoretisch. Naja, egal. Dann haben wir hier Night Train to Budapest. Und dann unten schlägt er nichts vor. Schade, bei dem nicht. Doch, du musst auf den Künstler gehen. Genau, wenn du auf der Künstlerseite bist, schlägt er ja unten ähnliche Künstler vor. Und da kann man gute Sachen entdecken. Okay. Wenn man da mal einfach reinhört. Und wahrscheinlich nimmt er auch die in diesen Sender, den man dann erstellt. Ich hätte ja die Hoffnung gehabt, dass das dann tatsächlich so ein, also wissen wir beide nicht, aber meine Hoffnung war, dass das so ein global kuratiertes Ding ist. Also Menschen, die diesen Song hören, hören auch Folgen an oder hören im unmittelbaren Umfeld dieses Songs auch diese Songs und daraus baue ich jetzt mal eine Liste. Du meinst jetzt nicht kuratiert, sondern so ein Algorithmus, der das abgreift von den Usern? Ja, Entschuldigung, ein Algorithmus, ja. Ja. Der so einfach nur mitschneidet, das kann ja wirklich völlig anonym sein. Immer wenn, in 9 von 10 Fällen, wenn Menschen Song A gehört haben und ich als Apple Music danach Song B abgespielt habe, haben die nicht weitergeschaltet, sondern den Song auch gehört. Ja, irgendwie so wird das wahrscheinlich laufen. Ja, wäre auch cool, wenn das irgendwo erklärt wäre. Mhm. Also man noch so ein bisschen Verständnis davon hat, was man eigentlich, wie man das eigentlich nutzen kann. Weil so ist es, wie gesagt, in weiten Teilen noch eine Enttäuschung, finde ich. Ja. Aber von Enttäuschung. Wie oft hast du eigentlich schon dieses Apple Music Connect genutzt? Wo Künstler irgendwie so Instagram-artig Dinge hochladen können? Ja. Das machen ja auch nur sehr wenige, ne? Also, ich habe da jetzt mal draufgeklickt. DJ Snake hat ja irgendwas gepostet. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Gucken wir uns mal an. Stimmt, den habe ich auch. Wieso habe ich den überhaupt? Den kenne ich nämlich nicht. Du siehst so. Geht auch. Ist für dich. Ist für dich relevant dann. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass es wenigstens Künstler sind, denen ich dann irgendwie da mal gefolgt bin oder so. Aber ja, stimmt, das ist alles von DJ Snake und Muse. Na, Crow ist dabei, hier Max Richter, O-Tap ist dabei. Ja, es ist, glaube ich. Vikingur Olafsson. Da brauchst du schon echt einen. Den kenne ich sogar. Da brauchst du, glaube ich, schon ein gutes Management, dass das auch noch irgendwie mitgefüllt wird, ne? Ja, man sieht ja auch, dass es die Künstler nicht nutzen. Also nicht hier, wo ist es gerade hin, der Beitrag von Crow. Da, der nun zumindest in Deutschland weltbekannt ist und hat hier so einen Post von vor zwei überhaupt, dass irgendwie der 5 aktuellste Post ist hier von vor 2 Tagen und hat 57 Likes. Das macht so ein Crow wahrscheinlich in Instagram noch in der Sekunde, in der er auf Absenden geklickt hat, veröffentlichen, posten. Hm. Und Kommentarfunktion, das ist auch immer wichtig, dass man Kommentarfunktion hat, da kommen immer gute Sachen bei rum. Ironie. Muss man dazu sagen. Aber bei meinen Erkenntnissen, das hängt sehr davon ab, was man so geschrieben hat. Also wir sehen es auf MacLife.de auch häufig, was so in Kommentaren, unter den News-Beiträgen ist das eher in durchwachsener Qualität. Aber jetzt unter längeren Produkttests, wie zum neuen iPhone XS oder zu einer Apple Watch Series 4, da kommen auch mal sinnvolle Kommentare und Nachfragen. Ja, aber die kannst du an ein, zwei Händen abzählen, oder? Das ist tatsächlich leider so, ja. Ja. Naja, okay, das machen wir. Kultur im Internet ist nochmal eine neue Folge. Das müssen wir nicht aufmachen. Stimmt. Oh Mann, ja. Accounts. iTunes-Accounts ist noch so ein Thema. Also, es gab ja mal iTunes-Accounts und es gab dann irgendwann die Apple-ID und es gab auch mal Zeit und ist immer noch so, dass einige Apps, teilweise aber auch Musik, nur in bestimmten Regionen verfügbar ist. Oder in bestimmten Versionen nur in Regionen verfügbar ist. Es gibt immer noch keine Möglichkeit, einfach mal 2 Apple-IDs zusammenzuführen. Ich bin auch der Meinung, dass nach wie vor Apple die Möglichkeit nicht vorsieht. Also ich versuche das regelmäßig. Ich habe noch so eine Apple US-Store Account-Geschichte laufen. Mhm. Und in regelmäßigen Abständen rufe ich halbjährlich, rufe ich meinen Apple-Support mal an. Wenn dir gerade langweilig ist, ne? Genau. Und frage mal, wie es aussieht, ob man das inzwischen irgendwie merchen könnte, weil diese Apps gibt es inzwischen auch in Deutschland und ich switche immer zwischen 2 Accounts, wenn ich die aktualisieren muss und das ist alles irgendwie doof. Aber geht nach wie vor irgendwie nicht. Und ich finde es aber auch extrem umständlich, meinen iTunes-Account zu verwalten. Denn das macht man wo? Ohne nachzugucken?
Ich bin gerade zufällig drauf in der Store, im Store-Reiter. Ja, genau. Wo nämlich auf einen Klick. Genau, ich logge mich da jetzt hier gerade mal ein, weil das Drama hört da ja dann noch nicht auf. Jetzt bin ich da angemeldet oder auch nicht. iTunes lädt, genau. Maschine denkt. Maschine denkt, genau. Weil dann ist nämlich die nächste Sache, man muss dann irgendwie ganz weit runter scrollen und dann gibt es irgendwo Abos und dann kann man da Abos verwalten und das ist mir, also mir ist es nicht offensichtlich genug, welche Abos ich eigentlich gerade habe und ach, das ist irgendwie räudig und was ich, mein größter Schmerz mit Accounts, ehrlich gesagt, ist, den habe ich neulich rausbekommen, oder der ist mir neulich erst aufgefallen, im Zusammenspiel mit dieser iCloud Family Geschichte. Mhm. Denn ich habe Familienmitglieder, die. Echt? Ja. Einer der wenigen. Lässt sich einfach nicht verhindern. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch bei 2, 3, 4 von den Familien Anführungszeichen zu sehen, aber familienähnliche Bande. Darf ich kurz eingrätschen? Hast du mitgekriegt, dass Spotify die Ortsdaten abfragen will von deinen Familienmitgliedern? Nein. Irgendwo habe ich es am Rande mal gehört. Weil da gibt es ja auch das Familienabo und die wollten das dann zumindest, glaube ich, beim Login oder so, dass sie auf die Ortsdaten zugreifen. Das heißt, deine Familie muss auch in einem Haus wohnen, sonst ist es keine Familie. Das ist so völlig absurd. Ja. Ich glaube, es ist auch wieder verworfen. Finde ich ganz spannend. Also Teil meiner Apple-Familie befindet sich derzeit gerade auf Kreta. Das ist bestimmt schöner als hier. Natürlich gut, wenn denen einfach mal die Dinge einfach ausgemacht werden, weil sie zu weit weg sind, zu weit von mir entfernt sind. Oder allen, die hier geblieben sind, wenn ich mal im Urlaub bin. Das wäre noch viel cooler. So geht die Musik nicht mehr. Ach, Schack ist im Urlaub. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe es auch durchaus so konfiguriert, ich glaube, es geht auch gar nicht anders, aber so wollte ich es auch, dass wenn dann Dinge gekauft werden, sei es ein Abo von irgendwas oder eine App, geht es um meine Kreditkarte. So, und der Deal ist dann auch, also man kann es umgehen, indem man auf den jeweiligen Konten von Apple-IDs iTunes-Guthabenkarten hochlädt, dann wird damit halt bezahlt, erstmal bis die aufgebraucht sind. Ist mir auch völlig egal, weil der Deal ist dann tatsächlich einfach, okay, kauf was ihr wollt, ich will das auch gar nicht wissen, sehen, hören. Einfach direkt per PayPal Geld an meinen Rechner hinterherwerfen, wird schon. Das klappt eigentlich auch ganz gut, außer wenn es mal irgendwie nicht so richtig klappt, wenn Menschen das gar nicht wissen, also nicht so richtig mitbekommen, zumindest nicht live mitbekommen. Abo-Verlängerung. Ach so. Ich dachte, wie soll ich nicht mitkriegen, dass sie was kaufen? Ja, also ich hab jemanden, der hat, der zahlt sein Dropbox-Abo darüber. Hm. Was heißt, irgendwie 10 Euro im Monat oder auch immer. Das Fass müssen wir gleich auch nochmal kurz aufmachen, ja? Können wir gerne machen, merke ich mir. Das heißt, einmal im Monat werden bei mir von meiner Kreditkarte für diese Person 10,99 Euro, oder der kostet irgendwie, abgebucht. Wir bekommen da beide auch eine Mail zu. Ich bekomme eine Mail dazu, wo auch so eine Rechnungsnummer drin steht oder so eine Transfer-ID. Mhm. Die taucht in meiner Abrechnung aber nicht auf. Wenn ich in einem iTunes-Store nachgucke, also das ist zum ersten Mal passiert, das bin ich nicht in Panik ausgebrochen, aber war schon hart irritiert, dass ich von Apple eine Mail bekomme, wo erstmal auch nicht drin steht, wer das gekauft hat tatsächlich, sondern da steht nur drin, dass das gekauft wurde, bezahlt wurde über meine Apple-ID, da steht so Transfer-ID drin und dann gehe ich an meinen Mac und öffne iTunes und gehe zu Store und gehe zu auf einen Klick und dann gehe ich auf Account und dann kann ich irgendwo meine Transfer-Historie da, meine Kauf-Historie sehen und da taucht es aber nicht auf, weil nämlich dieser Einkauf nicht an meine Apple-ID gekoppelt ist, sondern natürlich an die auftraggebende Apple-ID von dieser Person. Ah, das ist tricky. An und für sich ist das schon durchaus clever. Und ich persönlich nicht, also ich habe damit Apple tatsächlich, das hat eine Stunde gedauert, die ich nonstop mit denen telefoniert habe und über mehrere Support-Level. Ach, das war dir dann auch neu, oder? Also auf jeden Fall den unteren beiden Support-Level-Ebenen war das irgendwie neu, dass das ein Problem sein könnte. Weil ich habe natürlich angerufen und habe dann auch in den Sprachcomputer Kreditkartenbetrug gesagt, weil kann es ja erstmal sein. Also da wird irgendwas abgebucht und ich kann es nicht zuordnen in meiner Einkaufsstatistik. Und ich kann aber auch nicht zuordnen, wer das gekauft hat. Also müsste ich eigentlich dann jedes Mal, wenn jemand was kauft und nicht sofort innerhalb von 10 Minuten Geld, PayPal-Geld bei mir eingeht, müsste ich einen Rundruf starten und sagen, hat das hier eigentlich irgendwer von euch gekauft? Weil sonst müsste ich jetzt, wenn mal jemand anruft und eine Kreditkarte sperren oder irgendwie sowas. Mhm. Dass das ein Problem sein kann, war denn auch nur, der auf dem dritten Support-Level konnte mir dann sagen, ja, dass es um Datenschutz geht.
Ist mich auch nicht wirklich was angeht, was da gekauft wurde. Ja, aber innerhalb das der Familie? Aber mit meiner Kreditkarte? Das ist das nächste Problem. Ja, das verstehe ich auch alles nicht. Also das sollte im Deal eigentlich mit drin sein. Und das sollte irgendwie Teil des Deals dann sein, dass man das dann halt auch irgendwie nachverfolgen kann. Und ich will diese, darauf zugreifen kann ich bei Apps sowieso, wenn das in dem Family Sharing drin ist. Bei Abos geht es ohnehin nicht. Aber ich wüsste doch gerne, wo das Geld hingeht und wo es herkommt. Also nee, wo es herkommt, ist mir nicht egal. Hauptsache es kommt. Hauptsache es kommt. Wo es hingeht, das fehlt da auch irgendwie komplett drin. Das ist ja gruselig. Jetzt wolltest du noch was zu Abos sagen. Diese Abo-Klick-Geschichte über iTunes oder allgemein, das ist ja irgendwie, darf man nicht vergessen, dass ja Apple da auch immer Geld von kriegt, ne? Deswegen ist es nicht unbedingt immer schlecht, auch direkt bei dem jeweiligen Anbieter, jetzt Dropbox zum Beispiel, dass du das direkt da klickst. Ist es nicht da auch so, dass bei, wenn du ein Dropbox-Abo über iTunes klickst, 30% an Apple gehen? Auf jeden Fall zuerst. Das wird irgendwie gestaffelt. Nach einem Jahr oder so wird das weniger. Okay. Aber ja, das ist dann auch Apple behält das nicht. Sollte man im Hinterkopf behalten und vielleicht auch die Preise vergleichen. Es passiert, glaube ich, auch, dass Abos in iTunes oder über Apple teurer sind als über. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, das dürfen sie nicht machen. Aber es ist, glaube ich, ich meine, es ist Teil des Deals, den du mit Apple dann hast, dass es dasselbe kosten muss. Aber ist mir auch schon aufgefallen. Spätestens dann, wenn man teilweise Dinge in Dollar und Euro bezahlen kann. Und naja, nun ist ja auch verständlich, ne? Wenn ich da 30% abdrücken muss von dem, dann. Ich mache es trotzdem häufig, weil es so komfortabel ist. Damit ich nicht, also ich habe da nicht 45 Accounts wieder irgendwie rumfliegen, sondern kann einfach sagen, also selbst wenn ich irgendwie eine App mal neu installiere dann oder ja, so. Ja, aber dann hättest du nicht das Problem, wüsstest nicht, wo das Geld hingegangen ist. Dann würdest du ja von Dropbox eine Nachricht kriegen. Also jetzt du nicht, weil Abo und keine Ahnung. Ja. Was andere machen, das habe ich, das ist mir bisher allerdings auch nur aufgefallen bei der App von der WWE, World Wrestling Entertainment. Ja, ich bin immer noch und wieder Wrestling-Fan. Ja, kein Problem. Hab da großen Spaß dran. Die erlauben sich einen lustigen Scherz. So, ja, du kannst hier zwar auf dem Apple TV dein Abo klicken und das wird über iTunes abgerechnet, aber glaub mal nicht, dass wir dir irgendwie einen Account geben, sodass das Ding auch auf dem iPhone oder iPad funktioniert. Also das ist denn Apple TV exclusive? Ja. Ich kann mit demselben bezahlten Abo, kann ich das nicht auf dem iPhone, iPad oder auf dem Mac gucken. Gibt es irgendwie keinen Transfer, der da irgendwie dranhängt. Das haben sie inzwischen so ein bisschen hinterhergeschoben, dass es auf dem iPhone und iPad dann mit irgendwie so ein bisschen hängen und wirken und fünfmal auf Restore Purchases klicken geht es dann irgendwann. Auf Mac aber nach wie vor nicht. Anders als bei Dropbox. Bei Dropbox habe ich trotzdem mehr einen Account, egal wo ich das bezahle und kann es überall nutzen. Mhm. Und dann sitzt man dann da halt und denkt so, Hotel oder so, großer Bildschirm, größter Bildschirm, den ich habe, ist dann der Mac. Ich tatsächlich in der Situation keinen Adapter dabei hatte, um per HDMI auf den Hotelfernseher vom iPad aus und völlig egal. Und dann auf Mac gucken. Und das ist tatsächlich der Weg, da Leute zu bestrafen dafür, dass sie das bei Apple gekauft haben. Scheiße. Ich ganz dünnes Eis, aber das war auch irgendwie das, ich glaube, das war auch Netflix, die das mit dem Abonnement über iTunes, keine Ahnung. Egal, müssten wir jetzt mal googeln, das wollen wir aber nicht. Ja, ich meine, da hängt es dann auch eher an den Anbietern jeweils, aber diese Abos, ich finde das nach wie vor kompliziert zu verwalten. In der Familie ist es mir zu undurchsichtig. Ja. Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück zu iTunes. Hast du mal in der Seitenleiste in deiner Mediathek unter Musik, muss man ja sagen, auf Künstler oder noch besser, das ist eigentlich das Geilste, einfach auf Genres geklickt? Ich versuche das so. Künstler nutze ich häufiger. Ist das wahr? Nervt dich das nicht auch, dass da, also bei mir, vielleicht höre ich auch zu wenig Mainstream, aber sind, ich sag mal, 80% der Künstler haben kein Bild. Ja, das sind auf jeden Fall viele, das stimmt. Wie schwer kann das sein, da so ein Bild saug es von keine Ahnung wo? Auch durchaus Mainstreamige, also zumindest bekannt. Ich habe jetzt B.B. King, hat hier auch kein Bild hinterlegt. Ben Lee, Ben Harper, Bill Haley and the Comets. Ich habe das bei ganz vielen. Ja.
Vielleicht braucht man so einen, vielleicht braucht man als Künstler so einen iTunes Apple Music Connect Account, damit ein Bild angezeigt wird. Aber ja, Genres, hast du recht. Das Genres ist ein ganz großer Traum. Da gibt es Erfindungen, das ist da. Eieiei. Und auch Schreibweise. Also ich bin jetzt gerade zufällig bei S gelandet und ich habe Soundtrack, also in zwei Wörtern, ich habe Soundtrack in einem Wort, ich habe Soundtrack-Comedy, Soundtrack-Pop, Soundtrack-Rock, Soundtracks und Soundtracks. Also Soundtrack, Leerzeichen S und Soundtracks in einem Wort. Voll gut. Und das ist alles Apple Music, das ist alles Apple Music gesynkt. Ich habe keine lokale Musik mehr drauf, das müssten alles Genres sein, die direkt aus dem iTunes Store so rausfallen. Wer macht die eigentlich? Die Genres? Ja. Wer ist für das Genre 20 zuständig? Ich habe auch hier unten habe ich auch Zahlen. 129. Was ist das? Ja, und zum Genre 20 gehören bei mir ungefähr 16 Songs. Es sind So Fast, So Numb und Boy in the Well von R.E.M., Fake for Real und Dunkel von Catcar. Und dann, ich würde schätzen, jeder zweite Song von dem Album Lupita von Christopher Åström. Nicht zu wechseln hingegen mit Genre 24, wo vereinzelte Songs aus dem Phantom der Oper, dem Barfuß-Soundtrack und von den Simpsons drin sind. Oh, ist doch alles kaputt. Und das ist auch, also okay, diese Simpsons-Alben, das sind Alben, die ich selbst irgendwann mal reingeladen habe in iTunes, geschenkt. Das mag sein, dass da irgendwie Murks drin ist, aber spätestens das Phantom der Oper-Nummer. Das kommt direkt aus Apple Music. Also aus diesem ja. Abo. Ach Mann. Ich habe auch leere Genres, also die keinen Namen haben. Einfach nichts haben. Unbekanntes Genre, naja, davon habe ich ganz viele. Aber nee, ich habe auch einfach leer. Also nicht unbekannt, sondern da steht einfach nichts drin. Das ist einfach eine neue Zeile. Hat auch Alben. Hat auch Musik drin, aber. Und ich habe auch vier verschiedene unbekanntes Genre-Einträge, die unterschiedliche Alben haben. Die sind unterschiedlich unbekannt. Die sind unterschiedlich unbekannt, genau, ja. Aber das ist doch, also, warum kümmert sich da keiner drum? Weiß ich nicht. Und vor allem, also ich habe auch die Angst, wenn ich mich da jetzt ransetze und das mal aufräume, wie nachhaltig ist denn das wohl? Also ist das nach dem nächsten Sync von hast du nicht gesehen, alles wieder weg und dann habe ich wieder Genre 20? Ich denke schon. Aber. Oh, noch was. Kleinigkeit, ja. Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe lange Playlists. Ja. Und es gibt ja diesen Button als nächstes, den ich ja generell ganz gut finde. Verlauf, Liedtext. Warum Liedtext? Egal. Als nächstes. Und wenn man da jetzt so eine Playlist drin hat mit 100 Songs, 1000 Songs, was auch immer, und möchte diese jetzt löschen, muss man nach unten scrollen. Warum ist der Löschen-Button nicht oben an der Liste? Man muss ganz runter scrollen, da kann man Löschen drücken. Wenn man vorher was wieder, also vorher was wiedergegeben hat, man kann das ja so ein bisschen steuern, wenn man sagt, als nächstes packt er das quasi dazwischen, zwischen den aktuellen Song und den Song danach. Wenn du später, dann packt das ans Ende von der Liste. Wenn du jetzt was als nächstes einschiebst quasi, dann kannst du das, was er vorher hatte, auch löschen. Das ist aber ein anderer Button. Also sieht auch anders aus. Der ist allerdings oben an der Liste. Natürlich kommt er erst nach der anderen Liste, aber naja, egal. Das stimmt. Ja, ich muss gestehen, ich nutze das nicht so häufig, aber ich sehe das jetzt gerade. Und ja, mach da mal eine lange Liste rein, dann kannst du ganz, ganz weit scrollen. Scrollen ist sowieso. Ist es bei dir auch so, dass wenn du durch lange Listen scrollst, dass das gerne mal hängt? Nö. Also das ist so ein leichtes, dass du so, also man so zügig durch so eine Liste durchscrollt hier, dass es so ruckelt? Nö, das geht eigentlich. Aber wie gesagt, meine Playlist auf dem iPhone zu durchscrollen, warum kann ich die nicht als Album anzeigen lassen? Ich bin da ratlos. Achso, ich dachte, du kannst mir jetzt eine Antwort geben. Nee, leider überhaupt gar nicht. Es ist ja auch, es gibt ja diesen tollen Trick bei Fotos oder so, dass du unten nochmal drauf drückst, dann geht er ans Ende. Wenn du oben drauf drückst, geht er an den Anfang. Ja, ist auch nicht so. Geht hier nicht. Nee. Wenn ich in meiner ellenlange Playlist
drin bin und nochmal unten hindrücke, geht er zurück zur Mediathek. Genau, du willst aber nach oben, oder was würdest du wollen? Gerne ans Ende der Liste, weil der gesuchte Interpret vielleicht mit X anfängt. Ja, schon ans Ende geht. Nach oben geht er immer noch, immer diesen, wenn man oben drauf tippt, aber kommt nicht schnell nach unten. Stimmt. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich bin ich auf dem iPhone aber deutlich zufriedener als auf dem Mac mit dem, wie Musik funktioniert. Wahrscheinlich aber auch, weil es halt nur Musik ist dann. Mhm. Aber ja. Braucht man iTunes noch? Ich finde, das ist nicht zu retten. Also ich glaube, mir fällt nichts ein, wie sie die Funktionalität, die aktuell in iTunes drin ist, so retten können, dass es wieder Spaß macht. Ich glaube, die einzige Lösung ist der Tod von iTunes. Und der Tod von iTunes und die Schaffung von neuen Apps, die das ablösen. Ja. Ja. Also gerade so bei... Vielleicht passiert das jetzt ja, wo sie auch iOS-Apps in Mac OS... Ja, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, weil es ist nur auf Mac, ist es scheiße. Überall sonst ist es ja schon sortiert. Ja. Und zur iPhone-Verwaltung, was ja bestimmt auch immer noch viele tun. Ja. Aber könnte auch eine eigene App sein, ne? Könnte auch eine eigene App sein. iPhone Connect. Keine Ahnung. Ja, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das noch so viele Menschen tatsächlich zur Verwaltung nutzen. Ich glaube, ja. Backup glaube ich gerne. Nee, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die immer noch ihre Musiksammlung, die keine Apple Music haben, ihre Musiksammlung haben und dann... Nutzen die einfach Spotify dann? Also hat man nicht inzwischen irgendein Abo? Nein. Okay. Also wir können ja gerne mal eine Umfrage starten oder auch unsere Hörer fragen. Das ist der Punkt, wo ich immer wieder den Einspieler einspielen gerne. Kann mit dem Anrufbeantworter. Gerne. Siri, sag doch mal die Nummer. Denn ihr könnt es gerne mal erzählen. Nutzt ihr eigentlich Apple Music, Spotify, irgendeinen anderen Abo-Dienst oder setzt ihr auf eine lokale Mediathek? Und das Ganze macht ihr am besten so. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705. Genau. Okay. Das ist unser kostenfreier Anrufbeantworter. Einfach anrufen, am besten kurz was hinterlassen, wie ihr das eigentlich alles so findet. Oder wie auch iTunes allgemein gerade findet und ob ihr unserer Meinung seid, dass es dringend weg muss, ersetzt werden muss durch einzelne Apps. Oder vielleicht stellen wir uns auch einfach an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss allen Menschen so gehen. Also ich möchte gerne den Menschen, der Mensch, der hier anruft und Nachrichten lässt und sagt, dass iTunes von vorne bis hinten toll ist, das Beste, was es gibt, den würde ich gerne persönlich treffen. Auch gern nachts auf dunkler Straße. Nein, aber tatsächlich, das fände ich mal eine spannende Diskussion. Also gibt es Aspekte, ob derer man iTunes noch wirklich gut finden kann? 2018. Fragst du mich? Ich frage dich, ja. Nee, ich bin ja deiner Meinung. Ich meine, mach mal neu, ist schon okay. Ist ja. alt genug, das Programm. Von wann, sagt er so, 2001? 2001. Ja. Ich meine, klar, da hat sich eine Menge getan, ne? Ja, genau. Also drumherum. In iTunes selbst leider nicht so, aber drumherum hat sich viel getan, ja. Also gerade auch, wenn man die einzelnen Dienste so intensiv nutzt, dann wird es halt wirklich, wirklich anstrengend. Also ich kaufe wirklich viele Filme im iTunes Store. Nutze dazu auch übrigens, das kann ich nebenbei auch nochmal kurz erwähnen, eine App, die heißt Cheap Charts, also wie günstige Hitlisten. Was ist denn Charts auf Deutsch? Cheap Charts. Um mal Angebote sehen kann und dann die aktuellen Angebote sag mal irgendwie klicken kann für die App ist leider ein bisschen unübersichtlich, aber generell ganz gut. Nur für Filme und dann geht's. Ja, okay. Ich nutze aber Podcasts intensiv, also Hörer von Stefan wissen, dass ich eigentlich Overcast nutze, eigentlich aber viel lieber die Podcast-App von Apple nutzen würde. Weil wegen Synchronisation und CarPlay? Wegen Synchronisation und vor allem auch, weil auf Mac nutzbar. Mhm. Also ja. Weil Overcast hat ein Webplayer-Interface. Also ist aber extrem räudig und soll auch nicht so, das merkt man auch, dass er das gemacht hat, weil Menschen das wollten, aber das soll alles nicht so. Das ist, eigentlich ist es nicht bedienbar. Ja, das läuft halt überall, auch auf dem Apple TV. Overcast oder auf dem Apple TV. Und ich habe ja, Overcast kann auch keine Videopodcasts. Da habe ich noch nicht wirklich viele von, aber in Apple Music hätte ich das dann halt alles und immer und überall. Also nicht in Apple Music, in Apple Podcasts. Ja. Und ich habe
200 abonnierte Podcasts und iTunes bricht zusammen, wenn du es aufmachst. Das legt erstmal so eine Gedenkminute ein. So, oh, ich guck mal, was hier so ist. Mhm. Ja, das muss alles weg, alles muss neu. Ist das das Fazit? Mhm. Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Also wir haben bestimmt jetzt etliche Punkte vergessen. Bestimmt, aber das sind so die, die uns am meisten gerade nerven. Mhm. Und auch da könntet ihr vorhin angesagt nur mal gerne anrufen, wenn euch noch was einfällt, was euch ganz besonders nervt. Vielleicht machen wir dann einen Nachtrag im nächsten Schleifenquadrat. Genau, und dann machen wir eine große digitale, virtuelle iTunes-Hasser-Selbsthilfegruppe auf. Nicht? Das wäre schön, ne? Mit gewaltfreiem Himbeertee und Duftkerzen und so. Wunderbar. Ich glaube, das war's. Ja, mir hat es schon mal ein bisschen geholfen. Mir geht's besser, danke. Dampf ablassen reicht ja manchmal auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal zu einer dann wieder regulären Folge von Schleifenquadrat. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir ganz vergessen zu erzählen, dass man zumindest auf dem Mac in iTunes die Hörbücher in Playlist-Ordner sortieren kann, was das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht. Dann kann man quasi einen Ordner anlegen, der heißt Hörbücher, da kann man einzelne Playlists anlegen und da dann die einzelnen Hörbücher reintun. Das synchronisiert dann sogar auch auf iPhone und iPad, macht das Ganze einfach ein bisschen übersichtlicher. Genau.